Hallo und herzlich willkommen zur Wochenenergie vom 21. bis zum 27.12. Ja, meine Lieben, das Jahr neigt sich unaufhaltsam dem Ende zu und wir beginnen diese Woche mit einem, ja, wie soll ich das nennen, großen Schritt, großen Portal. Die Wintersonnenwende am Montag steht vor der Tür und es gibt kein Zurück mehr. Ja, und ich möchte jetzt gerne hier wie gewohnt in der Wochenenergie mit dir schauen, in die Karten des Lebens, welche Information, welche Botschaft unsere Seele für uns hat, mit dem Tarot dann nochmal tiefer gehen. Und wie du das kennst von der Wochenenergie, gibt es auch wieder zwei individuelle Botschaften. Da kannst du zwischen dem linken Stapel und dem rechten Stapel auswählen, was dich da ja besonders anspricht, und spür da in dich hinein. Die Wintersonnenwende, das Weihnachtsfest, eine ganz besondere Woche steht uns bevor, eine Woche, wie sie so noch nie da war, ein Weihnachtsfest, wie es so noch nie da war. Und wir sind alle eingeladen, da wirklich gut bei uns anzukommen, gut mit uns im Frieden zu sein. Ich glaube, darum geht es. Es geht in erster Linie erstmal darum, um mit dir in Frieden zu kommen. Ganz kurz, bevor ich jetzt hier loslege, mein Name ist Sabine Haller. Alle Infos zu den Kartenreadings, zu den Karten, die ich verwende und zu einem persönlichen Reading, findest du unten in der Infobox, ehe ich das halt vergesse, ne? Dann ein ganz herzliches Willkommen zu dir, wenn du neu bist hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst, für dich tiefer zu schauen. Und ja, jetzt lass uns hier mit den Karten des Lebens schauen, welche Botschaft unsere Seele uns in dieser Woche mitgibt. Ich spüre die Energie wirklich sehr, sehr kraftvoll als etwas sehr Besonderes. Hier ist auch gerade besonders, so geht's, als sehr bewegend, immer wieder in dir ankommend. Ich glaube, das ist in dieser Zeit das A und O für jeden von uns. Und ja, ich bin gespannt, welche Botschaft uns unsere Seele für diese Woche mitgibt, was es zu erkennen gibt, wo es ja womöglich etwas loszulassen gibt. Ein Aha-Moment. Ich bin neugierig und ich denke, du bist auch gespannt, was da jetzt kommt. So. Einmal noch. Hundert Karten, 100 unterschiedliche Botschaften. Der Mangel. Und das finde ich spannend, dass der sich jetzt hier zeigt. Und da bist du eingeladen, für dich mal hinzuschauen. Bei dem Mangel hier geht es auch nicht nur um materiellen Mangel. Es geht auch um mangelnde Gesellschaft, um dein Alleinsein, Alleinssein, dein Mit-Dir-Sein. Nimmst du das als Einsamkeit wahr oder nimmst du das wirklich auf einer tieferen Ebene wahr? Und ich glaube, gerade jetzt hier in dieser besonderen Weihnachtswoche sind wir alle dazu aufgerufen, mal tiefer zu schauen, an was es uns wirklich mangelt. Sind es wirklich die Menschen,
die sonst mit dir Weihnachten feiern würden, die dir hier fehlen? Oder sind es die alten Gewohnheiten, die dir fehlen? Weil mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, in welcher Familie gibt es gerade an Weihnachten nicht irgendeinen Streit, weil eben jeder seine eigene Vorstellung davon hat, wie ein Weihnachtsfest auszusehen hat. Und da bist du eingeladen, mal hinzuschauen. Da bist du eingeladen, mal hinzuschauen, wo es hier wirklich einen Mangel in dir gibt. Ein Mangel an Vertrauen, ein Mangel an Zuversicht, ein Mangel an Liebe, auch all das gehört in dieses Thema mit rein. Ein Mangel an Zeit, an Stille. Wie oft hast du dir Stille gewünscht, um bei dir anzukommen? Jetzt ist sie da. Die sechs Stäbe fallen hier als erste Karte und die sechs Stäbe, die sprechen von Sieg. Und vielleicht ist dieses Weihnachtsfest, diese Weihnachtswoche hier gar nicht so tragisch, wie dir das dein Kopf vielleicht gerade versucht einzureden, denn hier liegt ja der Sieg und du wirst hier womöglich mit all deinen Mangelthemen in Berührung kommen können, wenn du dir das erlaubst und du wirst sie siegreich klären. Also der Sieg als erste Karte sagt ja hier schon, dass du mit diesen Themen hier in dir in Frieden kommen kannst, wenn du es dir erlaubst. Ich möchte gern mal sehen, was hier so noch an Botschaften kommt. Aha, die fünf Stäbe, da ist dieses alte Weihnachten, dieses der Bruder möchte das, die Mutter möchte jenes, der Neffe möchte irgendwas. Die Kinder ja sowieso, die wollen nur schnell, schnell die Geschenke auspacken. Vielleicht bist du da hier gerade noch ein Stück weit in diesem ganzen Weihnachtsstress, wie du das gestaltest. Und du darfst still werden. Der Stern. Du darfst still werden und darfst in dich hineinspüren, wo es dir hier an Zeit mangelt, wo es dir hier, ja, wo du dir, ich muss den Satz anders anfangen, wo du dir Raum öffnen kannst in dir, der Eremit. Und dieser Stern von Bethlehem, von dem die Astrologen sprechen für den 21.12., der ist, ja, der wird uns im Außen gespiegelt, aber der ist in dir. Die acht Münzen. Gibt es da noch so viel zu erledigen, bevor du in die Stille mit dir eintauchen darfst? So viele Arbeiten, die abgeschlossen werden müssen oder dürfen die liegen bleiben? Dürfen die mal ruhen? Dürfen die ausruhen? Weil wenn du dir den Raum nimmst, auszuruhen, diese unfertigen Arbeitsstücke, die sind noch da, wenn du zurückkommst. Und nichts in der Welt kann so wichtig sein, dass du dir diesen Raum der Stille für dich nicht geben könntest. Dir diesen Raum der Stille nicht, das war jetzt, glaube ich, komisches Deutsch, aber du weißt, was ich meine. Erlaube dir, diese Arbeit hinzulegen.
Ich glaube, es geht hier ganz klar um Pause. Schau mal, die 8 Schwerter, 8 Münzen, du rackerst und rackerst und rackerst und 8 Schwerter und du steckst in dieser Schleife drinne. Dir mangelt es hier womöglich an Zeit. Und die Welt. Ein alter Zyklus, der jetzt hier abgeschlossen werden darf. Ein alter Kreislauf, der sich vollendet hat, der hier vielleicht noch mal mit ordentlich Schwung auf dich zukommt, wo du denkst, ich komme da überhaupt nicht mit. Wo du aber auch gleichsam für dich eine ganz klare Entscheidung treffen kannst, nämlich dass du dir wichtig bist, dass du dir wertvoll bist. Und mit dem Mangel kann es durchaus auch um Selbstwert gehen, um Selbstliebe, Selbstwertschätzung, dich selbst zu sehen, dich in dem Licht zu sehen, wie deine Seele dich sieht, dich in dem Licht zu erkennen, als dass du in diese Welt gekommen bist. Eine Karte möchte ich gerne hier noch zum Abschluss hui, da ist sie schon, zur klaren Entscheidung, die dir hier eine ganz neue Balance geben wird mit den 2 Münzen. Da wird zu Beginn hier noch so dieses Schwanken sein, oh, ich muss erst das noch fertig machen, ach nein, ich kann mir, ich darf mir ja Zeit geben, das abzuschließen. Ich muss aber erst hier noch schnell und da und dorthin. Spür in dich hinein, was wirklich muss. Das kann für dich was ganz anderes sein wie für mich. Und auch wenn da von außen noch die ein oder andere Aufforderung kommt, du mach mal, du kannst du mal, du guck mal, mit den 7 Stäben kannst du bei dir bleiben, kannst du auf deinem Platz bleiben. Guck mal, wir haben hier die 5 Stäbe, die 6 Stäbe und die 7 Stäbe. Das ist feurige, kraftvolle Wachstumsenergie, die dich begleitet in dieser Weihnachtswoche, die dich begleitet in deine Neugeburt, wo du ganz viele alte Themen erkennen kannst, auch wo sich hier deine Seele im Mangel befindet, wo du dir ganz neu Zeit nehmen darfst, dieses Licht, diesen Stern in dir zu erkennen, in eine ganz neue Balance zu kommen in dir. Und deine Entscheidung reicht aus. Deine Entscheidung reicht aus, um diese Energien in dir auszubalancieren, um dich auf deinen Platz zu stellen, um wirklich hier, ja, kraftvoll viel, viel mehr Klarheit über dich und dein Leben zu gewinnen. Und all das, was du im Außen hier gerade noch bekämpfst oder abwehrst oder erledigen musst, das beginnt auch in dir und die Quelle dessen ist auch in dir. Und genau dafür ist jetzt diese Zeit da, lädt dich ein, still zu werden und in dich hineinzulauschen. Und wenn du magst, freue ich mich sehr, wenn du in der Weihnachtszeit, jetzt beginnend mit dem 21., beginnen auch die Rauhnächte, wenn du dich darauf einlässt, tiefer zu tauchen. Und ich bin in dieser Zeit täglich über Facebook Live für dich da, gebe dir Impulse, Inspirationen, spreche über die Energien, über die Rituale vielleicht auch. Ich weiß noch nicht, was da kommt, aber eben
einfach, um dich in diesem Prozess zu begleiten, ein Stück weit anzuleiten, auch gerne zu inspirieren, um in dir da ganz neue Stabilität und Kraft zu finden. Dich auf deinen Platz zu stellen, dein Licht in die Welt leuchten zu lassen. Jetzt lass uns gerne schauen, was die individuellen Botschaften hier für dich bereithalten. Und ich fange auch wie immer mit dem linken Stapel an. Ich könnte ja irgendwann mal anders, aber nee, da komme ich nur durcheinander. Lass uns mit dem linken Stapel beginnen. Und wenn du den ausgewählt hast, dann kommt hier von Mutter Erde die Lotusblume zu dir, die Entfaltung. Und auch hier geht es darum, aus der Tiefe, aus dem Schlamm aufzutauchen, deine Blüte zu öffnen und auch hier quasi wie ein neuer Sonnenaufgang oder die dunklen Wolken, die sich hier verziehen und das Licht wird sichtbar. Und das Licht in dieser Zeit, das bist du. Du bist dein Stern von Bethlehem. Die Erzengel, und zu dir kommt Erzengel Raphael und spricht hier von einer gesunden Lebensweise. Ernähre dich gesund, gönne dir ausreichend Schlaf und trainiere regelmäßig, um optimale Gesundheit zu erlangen. Und das passt sehr schön, was ich eben gesagt habe, dass du womöglich da noch in alten Mustern hängst, wo du das Gefühl hast, noch dieses und jenes fertig zu machen, die Zeit zum Ausruhen fehlt, die Zeit gesund zu essen fehlt. Und da bist du eingeladen, wirklich, ja, dir das ganze Muster da mal anzuschauen und wirklich mal auf deinen Körper zu hören, dahin zu spüren, was es jetzt braucht. Na, die will gar nicht, nimm mal so. Ah, der Tod. Was die Raupe Ende der Welt nennt, nennt der Rest der Welt Schmetterling. Ganz klare Entscheidung hier für dich, für deine Transformation, der Tod ist immer Entfaltung, Veränderung, gesunde Lebensweise. Also da darf eine alte Lebensweise, eine alte Lebensform sozusagen sich verändern, sich transformieren, sich neu entfalten in etwas Neues. Also wie gesagt, hier bist du eingeladen, da wirklich tief zu schauen, was darf jetzt beendet werden, sei das hier arbeitstechnisch, sei das in der Struktur deines Tagesablaufes, in deinen Gedanken, in den Aktionen, die da tagtäglich für dich anstehen. Da darf jetzt sich die Raupe in den Schmetterling verwandeln. Auch hier das Ass der Schwerter, die zwei Kelche und die 10 Stäbe. Und hier geht es wirklich ganz klar darum, dich dafür zu entscheiden, da genau hinzuschauen, dir darüber klar zu werden, was tut dir gut und was tut dir nicht mehr gut. Tun dir hier Gespräche gut mit Menschen auf gleicher Augenhöhe? Wie weit tun dir hier diese 10 Stäbe gut, wo du für allen und jeden irgendwelche Dinge trägst, erledigst, handhabst, spür da in dich hinein und triff da wirklich eine ganz klare Entscheidung. Da fließt ganz viel Transformationsenergie hier bei dir, wenn du die linke Seite gewählt hast. Siehst du, deshalb fange ich immer erst links, dann rechts an. Schau, was du hier loslassen darfst. Vielleicht eben auch diese alten Mangelthemen, wo es in dir darum geht, wenn du nicht für alle alles tust, dann wirst du nicht gesehen. Sieh du dich. Das ist der Beginn. Wenn du dich siehst, wenn du dir selbst auf Augenhöhe begegnest, dann können das auch andere Menschen. Die rechte Seite.
die Kindheit, die Unschuld, wirklich die Welt neu zu erkunden. Und auch hier so dieses, ich muss das mal ein bisschen näher halten, dass ihr das seht, diese Kinder, die hier stehen, hier ist die Wolken noch ganz tief verhangen, noch ganz dunkel und da bricht das Licht durch. Und diese Freude, schau, das Licht. Und so unschuldig, ohne Bewertung, boah, hier ist jetzt aber dunkel und es regnet bestimmt gleich und die dicken Wolken und das macht mir aber Angst. Ohne diese Bewertung darfst du in dein Leben neu hineinblicken. Und dann bricht hier das Licht durch, die Sonne durch, dein Licht, was sich zeigt, dein Licht, was hier in diesem Stern von Bethlehem, ich muss das nochmal erwähnen, weil das so schön ist, jetzt geboren wird. Dieser alte Zyklus mit diesen alten Bewertungen, der darf sich auflösen. Ein Kind weiß nicht, dass diese schwarzen Wolken Regen bringen, das weiß, das sieht hier, oh, da ist zwar dunkel, aber da kommt die Sonne raus und die wollen jetzt hier fischen gehen an dem kleinen Teich. Ja, und die würden auch fischen gehen, wenn die Sonne dann nicht durchkäme, wenn es regnen würde, weil die Kinder das nicht bewerten. Und so darfst auch du mehr und mehr in diese unschuldige Betrachtungsweise des Lebens kommen, dass du nicht diese automatischen Bewertungen in dir hochfährst, sondern dich davon löst. Und das hat auch was mit Mangel zu tun, weil du da nicht im Vertrauen bist, wenn diese automatischen Bewertungen in dir hochfahren. Der Erzengel, der zu dir kommt, ist Erzengel Raziel. Hol dir deine Kraft zurück. Wende deine gottgegebene Kraft und Intention an, um Segnungen in deinem Leben zu manifestieren. Man könnte meinen, das ist das Ausrufezeichen zu den Karten, was ich hier eben gesprochen habe. Hol dir deine Kraft zurück, schau da ganz genau, welche Verpflichtungen hast du. Wo machst du dir hier selber Druck? Wo darfst du hier mehr in die Leichtigkeit hineingehen? Mehr in diesen spielerischen Aspekt, wo du auch mal das eine liegen lassen kannst und dich wirklich mit der Freude in dir verbinden kannst. Was haben wir denn hier? Ach, die drei Kelche. O Mensch, lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel mit dir nichts anzufangen. Lerne wieder dein Leben unschuldig, neugierig mit den Augen des Kindes zu betrachten, was da in dir ist. Und nicht alles so krampfhaft verbissen zu sehen, dir selber hier ohne Ende Stress zu machen und dich damit in den Mangel zu setzen, weil hier bist du von dieser Unschuld, von dieser kindlichen Lebensfreude abgeschnitten. Und da darfst du wieder hinüberwechseln, eben in die Leichtigkeit, in den Tanz mit dem Leben auch. Der Ritter der Kelche kommt hier. Und interessanterweise haben wir hier nochmal die drei Kelche. Und es geht bei dir hier wirklich darum, dein Leben freudvoll zu gestalten. Auch in deinen Gedanken mal ein bisschen leichter zu werden, ein bisschen lockerer zu werden und diese ganzen starren Muster zu durchbrechen, um wirklich hier leichtfüßig, spielerisch durch das Leben zu tanzen. Ich kann das nur so sagen. Der Ritter der Kelche, da kommt ein Angebot auf dich zu, vielleicht ein Angebot hier, eine Situation nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel zu betrachten. Auf alle Fälle geht es hier mit 2x3 der Kelche wirklich darum, dein Leben voller Lebendigkeit und Leidenschaft und Leichtigkeit zu spielen. Einfach
mit dem Leben zu spielen, mit dem Leben zu tanzen. Ganz kraftvoll. Und dann werden auch hier diese Entscheidungen oder diese Klarheit, die dann hier aufzieht bei dir. Also hier verziehen sich ja auch diese trüben, traurigen Wolken. Das wird dann viel lebendiger in dir. Ja, auf beiden Seiten und im Großen und Ganzen eine wundervoll kraftvolle Botschaft für diese Weihnachtswoche. Ich habe hier zwar auf meinem Zettel auch ein Weihnachtsreading vorgemerkt. Mal schauen, was sich da zeigt, ob ich das mache. Ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, ich bin ja dann ab dem 21. täglich live auf Facebook. Und ja, ich mache das ganz spielerisch, je nach Impuls, immer aus dem Moment heraus, aus der Freude heraus. Und so, ja, werden wir uns sehen. Zumindest auf Facebook, wenn du mit dabei bist oder dann die Aufzeichnung auf Instagram dir anschaust, freue ich mich riesig. Die Energien sind kraftvoll, erlaubt dir hier nochmal alles Alte loszulassen, all das, was du nicht mehr mit in dein 2021 nehmen möchtest. Das ist jetzt ja sozusagen die Schwelle, über die du gehen darfst. Ich wünsche dir eine ganz wundervolle Weihnachten, ein gutes bei dir ankommen mit ganz viel Liebe in dir, ganz viel Licht in dir, dass das alte Schwere ganz leicht abfließen darf. Alles Liebe zu dir.